Wir in der Sparkasse Bremen betrachten die Digitalisierung als große Chance für uns. Denn Digitalisierung bedeutet ja zunächst mal für die Kunden einen großen Komfort. Sie kennen das aus anderen Bereichen auch. Wir nutzen das Internet oder auch Apps über das Mobilfon ja in vielerlei Lebenslagen. Und das gilt auch für das Bankgeschäft. Und die Sparkassen sind hier aus Sicht der Bürger sehr fortschrittlich. Wir haben ja eine der am meisten runtergeladenen Finanz-Apps weltweit. In einer jüngeren Kundenbefragung sagen uns die Kunden, dass wir der zweitbeste Anbieter im Online-Banking sind, dass wir der zweitinnovativste Anbieter sind in der Finanzdienstleistungsbranche, sodass aus Sicht der Kunden schon heute die Sparkasse Bremen, und das gilt für andere Sparkassen natürlich genauso, in der Digitalisierung eigentlich schon sehr weit ist. Und deswegen betrachten wir das als große Chance, wenn es uns gelingt, den Komfort dieser digitalen Technik, dieser Apps, des Online-Bankings intelligent zu verknüpfen mit unseren Beratern vor Ort. Die Filialen der Sparkasse Bremen werden sich natürlich verändern durch die Digitalisierung. Schon heute stellen wir fest, dass etwa 70% der Menschen, die aus einer Filiale rauskommen, nur an den Automaten waren. Das heißt, die Nutzung von Automaten, und das gilt genauso auch fürs Internet, fürs Online-Banking, für Apps, die hat natürlich dramatisch zugenommen. Und deswegen wird sich auch das Angebot der Filialen verändern und es wird auch die Filialstruktur sich verändern über die Jahre. Dennoch ist eine Filiale die Identität einer Sparkasse und es wird auch über viele Jahre mit der Digitalisierung zusammen immer dezentrale Standorte geben von Sparkassen, indem wir dann verknüpft mit Digitalisierung Angebote für unsere Kunden machen. Ja, wir haben natürlich Überlegungen, so wie andere Sparkassen das auch haben. In der Sparkasse Bremen wollen wir in den nächsten 5 Jahren die Angebote nochmal etwas mehr auf das ausrichten, was uns Kunden jüngst in der Kundenbefragung empfohlen haben. Und das geht in die Richtung, dass wir bestimmte Beratungsangebote, die eher seltener in Anspruch genommen werden, nochmal mehr bündeln und diese Bündelung dann auch an attraktiven, gut erreichbaren Standorten stattfinden wird, während wir in den anderen kleineren Filialen dann eher die Serviceangebote anbieten, die auch bestimmte Kundengruppen, ältere Menschen von uns auch dort erwarten. Die Sparkasse Bremen beschäftigt sich sehr intensiv mit Videoberatung. Wir werden das auf jeden Fall testen. Im Moment haben wir es noch nicht. Wir sind aber dabei, das einzuführen. Ich glaube auch, dass es eine gute Möglichkeit wäre, Kunden zu identifizieren und auch die Hemmschwelle zu senken, mit uns ins Gespräch zu kommen. Der Schritt ist ja nach wie vor für viele Bürger schwer, in eine Filiale zu gehen und mit seinem Problem zu konfrontieren. Und dort glaube ich, dass die Videoberatung eine einfache Möglichkeit wäre, das vom Sofa aus zu machen. Komplexe Produkte in der Videoberatung anzubieten, kann ich mir schon vorstellen, dass das ein nachgefragter Weg ist seitens der Kunden. Das wird sich herausstellen. Ich glaube, im ersten Schritt wird man zunächst mal Kunden zu versuchen zu identifizieren über die Videoberatung, dass sie eben für Kontoöffnung vielleicht nicht mehr in die Filiale kommen müssen. Man wird auch erste einfache Produkte über die Videoberatung anbieten, vielleicht so ein ganzheitliches Finanzkonzept anbieten. Komplexe Produkte zu beraten, kann ich mir zunächst als Inhouse-Lösung vorstellen. Das heißt, dass ein Spezialist zugeschaltet wird, wenn wir mit dem Kunden zusammen in einer Filiale sitzen, um über bestimmte Sachverhalte dann nochmal Spezial-Know-how hinzuzuziehen. Die Filiale einer Sparkasse, auch einer Sparkasse Bremen, bleibt bestimmt auch einer der wichtigsten Kontaktpunkte. Ob es der wichtigste Vertriebskanal bleibt über die nächsten, sagen wir, 10, 15, 20 Jahre, das, glaube ich, kann heute keiner sagen. Aber wir haben immer wieder die Erfahrung, dass Menschen, die auch ausschließlich Internet machen, doch sehr stark auch lokale Bezugspersonen suchen und die können wir als Sparkasse natürlich bieten.